Die Vorwürfe gegen den katholischen Bischof Thebart van Elst reißen nicht ab. Jetzt hat die Debatte um Reichtum in der Kirche auch die evangelische Kirche erreicht. Beim Thema Kirche und Geld sind beide christlichen Kirchen besorgt. Das System bei uns ist sehr auf Transparenz und Legitimität ausgerichtet. Es ist schwer für Einzelne darin, krumme Dinge zu drehen, aber nicht unmöglich. Die Ausgaben der EKHN unterliegen der Kontrolle des Rechnungsprüfungsamtes. Das wiederum untersteht der Synode der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, also dem Kirchenparlament. Im Mittelrheintal dürfen Windräder nicht den Blick auf die Landschaft stören. Das hat der Mainzer Ministerrat am vergangenen Mittwoch beschlossen. Damit soll das Mittelrheintal als UNESCO-Weltkulturerbe geschützt werden. Die rheinland-pfälzische Regierung will das Aus für die Windenergienutzung nun auch in den Regionalplänen verankern. Tosende Winde und Starkregen über Indien, den Philippinen und Japan. Millionen Menschen in Asien fliehen vor den Wirbelstürmen. In der größten Rettungsaktion der Geschichte Indiens brachten Helfer die Menschen vor dem Riesenzyklon Pailin in Sicherheit. Auch die Partner der diakonischen Katastrophenhilfe sind vor Ort. Das heißt, sie versorgt die Menschen mit Trinkwasser, mit Essen, mit Kochgeschirr. Und dann wird es eben an den Aufbau geben. Denn es reicht ja nicht, wenn die Leute einfach nur ein Dach über dem Kopf haben. Sie müssen ja eben auch versorgt werden bis zur nächsten Ernte. Und die ist, wie gesagt, vernichtet. Sie brauchen Saatgut und man muss ihnen einfach wieder Hilfe zur Selbsthilfe geben. Ja, und dafür bitten wir die Menschen um ihre Spenden in der EKHN. Die EKHN spendet 10.000 Euro für die Arbeit der Diakonie Katastrophenhilfe. Spendenkonto und weitere Infos gibt es auf www.ekhn.de.